Da ist er, unser neuer alter roter Flitzer. Extra angeschafft für die Reportage zum Thema Ersatzteile. Und genau damit haben wir uns auch auf Recherchereise begeben. Ich sammle jetzt erstmal die Kollegen ein. Ich glaube, die freuen sich genauso aufs neue Auto wie ich. Bin gespannt, was die wieder alles zu meckern haben. Was sind das für ein Scherben? Mensch, Jana! Yes. Hallo, was Jana! Was ist denn da für eine Schotterbüchse? Ah ja, nur das Beste für die Kollegen. Aha. So. Gefällt euch mein Auto nicht? Das kann ich noch nicht beurteilen. So ein bisschen verblichen ist der Lack ja schon. Was ist denn sonst noch so kaputt an dem Auto? Ja, bin ich der Autopapst oder du? Also es fährt. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja, es fährt. Aber wie? Was aber wie? Ach, Andreas, du bist ein bisschen verwöhnt. Baujahr 1999. 100 PS und top in Schuss. Naja, sagen wir, er fährt zumindest. Und genau damit waren wir in der freien Werkstatt. Auf der Automechaniker in Frankfurt. Dort haben wir mit dem Zoll über Plagiate gesprochen und mit dem Präsidenten des Gesamtverbands Autoteile über Designschutz. Wir waren bei der Schaeffler-Tochter Look zu Gast, im riesigen Logistikzentrum bei Stahlgruber und auf dem Schrottplatz. Und zum Schluss wollten wir bei Analyticon und Hensel Recycling den Wert eines alten Katalysators ermitteln. Immer mit dabei natürlich unser Redaktions-Opel Astra Anton. Aber spulen wir nochmal zurück. So hat eigentlich alles angefangen. Du fährst zu Bildstein. Schon mal gehört den Namen? Bildstein Stoßdämpfer. Richtig. Perfekt. Seit Jahrzehnten gut beleumundet. Ich kenne da jemanden. Du kennst jemanden bei Bildstein. Genau. Und der nimmt dich, beziehungsweise das Auto, auf den Prüfstand und checkt mal. Und ich wette, der wird sagen, hinten links, weniger als 30%, neu. Andreas, weißt du, damit du beruhigt schlafen kannst, fahre ich zu Bildstein und lass da die Stoßdämpfer überprüfen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas kaputt ist. So, jetzt hat der Andreas mich hier einfach mal hingeschickt. Ich bin jetzt 3 Stunden mit der Möhre auf der Autobahn gefahren. Gemerkt habe ich ja eigentlich nichts, aber wenn der Kessler meint, die Stoßdämpfer sind hin, naja, dann lasse ich es halt mal von den Profis begutachten. Ich glaube ja gar nicht, dass die eigentlich so kaputt sind. Aber jetzt bin ich bei Bildstein. Hier kennt der Andreas jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Sie kennen das Spiel. Das ist der Rainer Popiol, Schulungsleiter bei Bildstein. Hallo. Und quasi der Stoßdämpfer-Vollexperte. Und Sie können mir sagen, ob die wirklich kaputt sind oder ob sie nicht kaputt sind. Woran erkenne ich das denn? Ja, man kann beim Fahren eben darauf achten, hat das Auto einen längeren Bremsweg, ist das Auto schwammig, wie ist das bei Spurwechsel, ist das Auto um die Längsachse ein bisschen instabil. Das sind eigentlich so die Punkte, die man erkennen könnte. Wobei der Autofahrer, es ist relativ schwierig, weil der Verschleiß, der findet so ein bisschen schleichend statt. Das heißt, er ist nicht in Ordnung und mal kaputt, sondern man sollte in eine Werkstatt reinfahren und da können dann eben die Fachleute einmal augenscheinlich das Fahrwerk überprüfen, eine Probefahrt machen oder einen Fahrwerktest. Heißt, wenn Sie jetzt bei mir auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, dann wissen wir in 3 Metern, ob die kaputt sind oder nicht. Ja, in 3 bis 50 Metern stellen wir es fest und ich setze mich auch auf den Beifahrersitz. Sehr gut, auf geht's. Sie als alter Fachmann merken ja gleich, dass die Stoßdämpfer hier in dem Auto kaputt sind, ganz im Gegensatz zu mir. Ja, also man merkt direkt, wie das Auto schwingt. So ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, gar nicht richtig in der Spur bleibt. Jetzt kommt gleich ein Blitzer. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig. Ja, da ist es eben extrem wichtig, dann einfach mal wirklich zu gucken, wie reagiert das Auto. Und dann muss man wirklich in der Werkstatt feststellen, was ist kaputt. Ist es der Stoßdämpfer? Sind das andere Bauteile? Das heißt also, der Stoßdämpfer selber ist natürlich ein sehr wichtiges Bauteil, aber er arbeitet zusammen mit anderen Fahrwerkkomponenten und die müssen alle intakt sein. Aber hier ist das so, man merkt richtig, wie das Auto jetzt gerade bei diesem kleinen Hindernis auch richtig nachwippt. Das ist eben ein ganz klares Indiz dafür, dass eben das Fahrwerk kaputt ist. Also alle 20.000 Kilometer die Stoßdämpfer überprüfen, um sicherzustellen, dass eben das Fahrwerk in Ordnung ist.
Als Autofahrer selber ist es schwierig, weil der Verschleiß ist schleichend. Das heißt also, der Stoßdämpfer ist nicht von jetzt auf gleich kaputt, sondern ja, peu à peu geht er eben, sag ich mal, in seine Dämpfkraft herunter. Und dann verändert sich der Bremsweg. Ich habe eine höhere Gefahr mit Aquaplaning. Ich kann genau nicht mehr richtig lenken. Richtig. Der Reifenverschleiß wird auch höher. Das sind alles solche Punkte, letztendlich, die dann eben dazu tragen, eben, dass das Auto ja, im Endeffekt auch unkomfortabler ist. Man kann nicht so schnell durch die Kurve fahren. Das heißt, das Auto auf der Autobahn wippt wesentlich stärker nach. Das ist eben dann die Schwierigkeit. Ach gut. Gute Stoßdämpfer sind Gold wert. Fühlen Sie sich denn jetzt sicher neben mir? Ja, nicht wirklich. Liegt es an mir oder liegt es an den Stoßdämpfern? An den Stoßdämpfern, am Auto insgesamt, ja. Bei dem Fahrzeug werden wir Serienersatzdämpfer einbauen. Sonst würden wir teilweise den Wert des Fahrzeuges verdoppeln. Ja, das könnten Sie doch ruhig mal machen für mich. Wir müssen sparen. Ja. Alle müssen immer sparen. Alle müssen der Chef spart auch. Genau. Beim Fahren mir versprochen, dass wir noch mal in die Werkstatt zurückkommen, was wir jetzt getan haben, und wir das noch mal so prüfen auf Dingern. Da genau steht das Auto jetzt schon drauf, was auch immer es ist. Genau, wir bezeichnen es nicht als Dinger, es ist ein Fahrwerktester. Das heißt, okay, also hier überprüfen wir eben das gesamte Fahrzeug oder das ganze Fahrwerk des Fahrzeuges und können dann wirklich feststellen, wie ist die Bodenhaftung des Reifens. Ist sie ausreichend oder eben zu schlecht? Na, dann schmeißen wir die Maschine mal an. Das sieht schon lustig aus. Ne? Das heißt also, jetzt wird das ganze Rad eben in Schwingung versetzt. Der Hub bleibt exakt der gleiche und die Herzzahl verändert sich dann eben. Und dann kann man gleich ganz gut erkennen, eben, ob der Reifen sich abhebt oder nicht. Und gleichzeitig guckt man das dann eben nochmal am Computer nach. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ergebnis. Ja, wir haben jetzt hier die gesamte Achse überprüft. Man kann erkennen, die linke Seite 100% Dämpfleistung. Das heißt also, da auf der Seite ist das Fahrwerk in Ordnung. Die rechte Seite kann man eigentlich ganz gut erkennen. Alles rot, es blinkt, 0%. Wir sagen eben beim Fahrwerktest eine Dämpfkraftabweichung vom Fahrwerk dann eben von der linken zur rechten Seite 20%, maximal 30. Mehr darf es nicht sein. Und hier haben wir, fast so. Genau, wir haben hier den maximalen erreichbaren Wert ins Negative. Das heißt also 100% Abweichung. Das heißt, der Stoßdämpfer wird kaputt sein, vielleicht, wenn wir Pech haben, auch noch ein paar andere Teile. Und die grünen Daumen sind aber nur, dass das Auto richtig steht, weil... Genau. Ja, wir wollen keine Verspannung. Es leuchtet rot und der Daumen ist grün. Genau. Nein, das ist quasi hier Umsatz für Bildstein, alles ist in Ordnung. Der Kunde braucht neue Stoßdämpfer. Nein, Spaß beiseite. Es ist also so, dass das Auto gerade steht, keine Verspannung hat und so weiter. Das heißt, also so ist das Messergebnis, sage ich jetzt einfach mal, zu 100% korrekt durchzuführen. Okay. Verrückt. Ja, dann brauche ich jetzt einen neuen Stoß. Also nein, ich brauche zwei neue Stoßdämpfer. Mindestens. Was ist mit hinten? Ja, die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Okay. Ich habe Angst, ich will nicht. Wird wieder teuer für den Chef. Also jetzt mal ehrlich, so schlimm sieht es jetzt nicht aus. Man kann schon noch erkennen, was was ist. Ja, dass wir ursprünglich hier einen Stoßdämpfer hatten, kann man erkennen. Was man hier auch sehr gut erkennen kann, ist eben hier der komplette Ölaustritt. Das heißt also, wenn ich mir jetzt einfach mal hier die Kolbenstange anfasse, sehe ich, der hat keinerlei Dämpfwirkung mehr, das funktioniert gar nicht mehr. Der Anschlagpuffer, der ist nur noch hier in Teilen vorhanden. So sieht er normalerweise aus. Hier ist eben der Stoßdämpfer mit der richtigen Dämpfleistung. Hier die Hinterachse, kann man gut erkennen, dass man hier eben einzelne Teile hat, die letztendlich dann eben schon komplett auseinanderfliegen. Das heißt also, die Teile funktionieren eigentlich ja, gar nicht mehr. Ja. Ne? Neu, alt. Schön, dass Sie jetzt draußen sind. Ja, schön. Würde ich sagen, bauen wir jetzt auch direkt die neuen wieder ein. Na dann auf. Ja. Katastrophe. So, jetzt sind wir mit den neuen Stoßdämpfern unterwegs. Sind Sie jetzt sicher mit mir? Kann man sagen, ja. Man merkt also richtig, wie das Auto so in der Spur bleibt, auch bei den ganzen Lenkbewegungen und so weiter, ganz anders als gerade. Also hat sich doch gelohnt, die Investition dort da neue Stoßdämpfer einzubauen. Jetzt können wir auch bremsen, kein Problem. Wir werden auch vorm Ziel dann, oder Ziel sollte man es ja nicht sagen, sondern Hindernis dann eben stehen bleiben.
Herr Popiol, vielen, vielen Dank für den schönen Tag. Ich habe viel gelernt, das nehme ich jetzt alles mit in die Redaktion. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Schulungen weiterhin. Alles klar, Dankeschön. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Tschüss. Super, danke. Andreas, ja, du hast wieder recht gehabt, die Stoßdämpfer waren hinüber. Ja, wir haben sie ausgetauscht. Ja, du bist der Tollste und unser Autopapst, wir haben dich ganz doll lieb. Aber ich glaube, bei dem 17 Jahren Opel Astra hinter mir ist noch mehr kaputt als nur die Stoßdämpfer. Aber das soll jetzt mal hier der Kessler selbst checken, weil ich fahre mit dem Auto keinen einzigen Meter mehr, auch wenn er jetzt neue Stoßdämpfer hat. Das kann schön der Chef jetzt nach Hause fahren. Du, gestern bei Bildstein, ich will nicht wissen, was der Chef bezahlt hat für 4 neue Stoßdämpfer. Und dann haben die mir gesagt, naja, Öl ist kaputt und das ist alt und das ist alles kaputt. Oh, und ich musste das Auto noch zurückfahren. Und so teuer, das muss es doch irgendwie auch billiger geben. Wir können doch mal schauen, was so Ersatzteile kosten. Ja, ich meine, doch mal. Ich fange jetzt mal mit was fange ich an? Mal da, ich guck mal Ölfilter hier. Zum Beispiel schaue ich jetzt mal, was der kostet. Genau, fürs alte Öl. Genau, den brauchen wir auf jeden Fall. Also bei eBay gibt es den ja für 5,40 Euro. Oh, siehst du, das ist sogar noch günstiger. Ja, ja, das cool. Ist super. Dann bestelle ich den jetzt und der Andreas baut ihn uns ein. Den holen wir uns jetzt mal bei. Andreas! Andreas, bist du da? Was denn? Was habt ihr denn? Du alter Autopapst, wir haben hier einen schönen Ölfilter, weil bei Bildstein haben die gesagt, das ist Öl alles Altes und sonst irgendwas und dass wir einen neuen Ölfilter brauchen. Das ist doch super, oder? Ja, schön billig, aber wer billig kauft, kauft zweimal. Ich weiß nicht. Ist dir denn gut? Ich bestell den und du baust den mir ein und dann sehen wir, ob er gut ist. Ich baue hier gar nichts ein, ich nehme den mit. Ich muss sowieso zur Werkstatt. Dann nehmen wir das Ding nochmal richtig zur Brust, gucken nach, was konkret kaputt ist, welche Ersatzteile möglicherweise fällig sind. Dann sagen die mir auch gleich, ob der Ölfilter einbaubar ist oder ob es möglicherweise bloß eine leere Konservenbüchse. Okay, also ich bestell den, du nimmst den mit, gehst zur Werkstatt und checkst es da mit den Jungs. Okay. Gut, danke also, dir. Also, sofort kaufen. It's just a click away. Und da ist sie, die große, bunte Autowerkstatt und Ersatzteilwelt. Ich bin jetzt hier angekommen bei einer freien Werkstatt und beschäftige mich mal mit der Frage, was bauen die Jungs eigentlich so ein? Für diesen Klassiker nur originale Ersatzteile vom Hersteller? Oder reicht auch der billige Kram aus dem Internet? Schauen wir mal. Guten Morgen. Ich grüße Sie. Hallo. Ich habe hier ein fast neues Auto. Ja. Und bin auf der Suche nach einer zeitwerten Reparaturmöglichkeit. Jetzt waren da schon teure Ersatzteile drin oder sind schon drin, teure Stoßdämpfer zum Beispiel. Und jetzt wollen wir ein bisschen sparen. Okay. Aus dem Netz stammt dieser Ölfilter für sagenhafte 1,99. Bauen Sie mir den ein? Den Namen habe ich noch nie gehört. Naja, das sagt ja erstmal nichts, oder? Okay. Aber so wie der aussieht, scheint das kein OE-Teil zu sein. Ich würde nicht einbauen. Warum nicht? Mit mitgebrachten Ersatzteilen ist das immer so eine Sache. Ich stehe da immer ein bisschen in der Haftung. Das heißt, der Richter fragt mich als Fachkraft, ob dieses Ersatzteil nach meiner Bewertung nach in Ordnung ist oder nicht. Wenn es hinterher Probleme gibt, habe ich das Problem. Sie sind der Fachmann und Sie müssen sozusagen Ihren Kopf dafür hinhalten. Jawohl, ich muss entscheiden. Ja. Und wenn die Entscheidung von meiner Erachtens positiv ausfällt, das heißt, ich baue Ihnen den Filter ein, und es passiert etwas, dann habe ich natürlich ein Problem. Okay. Wenn Sie jetzt sagen, den baue ich nicht ein, was bauen Sie denn dann ein? Ich baue Filter, OE-Parts baue ich ein. Also aus seriöser Quelle, jawohl, von bekannten Marken? Jawohl, von unserem Großhändler. Bei dem Sie auch anklopfen können, jawohl, wenn ein Problem auftritt? Jawohl. Und wenn ich mal ein Problem habe, dann löst mir mein Großhändler das Problem. Das heißt, ich schreibe eine, sagen wir mal, Kulanzrechnung und dann wird es auf Garantie abgewickelt. Der kostet 1,99. Was würde ein vergleichbarer OE-Ölfilter bei Ihnen kosten? Für dieses Fahrzeug schätzungsweise 5 Euro. Okay, dann legen Sie los. Alles klar. So, wenn wir jetzt gucken, der Schatz sind die Stoßdämpfer. Alle 4 neu und teuer. Okay. OE-Teile. Ja. Jetzt sagt Jana, ja, was ist mit dem Rest? Ist der möglicherweise auch kaputt? Wird es da noch mal teuer? Dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal. Na ja. Okay, fangen wir mal an.
Aber so schlecht sieht er doch gar nicht aus hier. Naja. Hier ist ein bisschen porös, die Manschette links und rechts. Sehen Sie es? Ja. Ja. Wenn man es im Auge behält, aber kein Problem. Ja, die wird in der nächsten Zeit, wird die zeitliche segnen. Hier ist der Ölfilter, von dem wir gesprochen haben. Okay. Kann man erkennen, was das für einer ist? Ein Original-Opel-Teil oder OE-Teil? Also eine Nummer steht schon mal drauf, General Motors. Aha. Aber was jetzt der Inhalt ist, weiß ich auch nicht. Es gibt ja viele Sachen, die ein Original-Label haben, die aber trotzdem gefälscht sind. Kann man auch nicht erkennen. Okay. Unmöglich. Wenn man sicher gehen will, muss man vom seriösen Teilhandel kaufen. Jawohl, dann müssen sie halt 3 Euro mehr ausgeben, aber dafür haben sie Qualität. Wer billig kauft, kauft zweimal, ganz klar. Dann lassen wir den Ölwechsel machen. Okay. So, Ölwechsel ist gemacht. Und der ist jetzt drin? Jawohl, das ist der verbaute Filter. Warum steht da nicht Opel drauf? Das ist ein Aftermarktteil. Der Hersteller liefert ja nicht nur in den Aftermarkt, sondern er liefert ja auch ans Band vom Hersteller. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen dem Bandölfilter, dem Aftermarktölfilter, ist die Schachtel. Jawohl, und eventuell eine aufgedruckte Nummer. Und natürlich der Preis. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss, bis bald. Irgendwie war es ja klar, dieses Ding, dieser Ölfilter aus Trompetenblech mit Papierserviettenfüllung, der war es natürlich nicht. Auf der anderen Seite, der richtig gute Ölfilter kostete gerade mal das Doppelte von dem Minipreis. Also kein Thema, mal Qualität zu bezahlen, oder? Und jetzt haben die uns gar nicht den Ölfilter eingebaut, oder was? Nee, das war ja zu befürchten, denn das Billigteil, was du da ausgesucht hast, war eben nicht das, was sie als gewährleistungsgebender Profibetrieb einbauen. Ganz einfach. Ja, schade. Ja, das konntest du natürlich nicht wissen. Ja, und woher soll ich das wissen? Was machen wir denn jetzt? Gute Frage. Es gibt ja im Moment die Automechaniker. Ja, Automechaniker, Weltgrößte klar. Zubehör- und Teilemesse. Da fahren wir jetzt hin. Dann lass uns nach Frankfurt. Auf! Dass wir jetzt auf der Automechaniker sind, hier finden wir doch alles zum Thema Ersatzteile, oder? Sogar auch zum Thema gefälschte Ersatzteile und Plagiate und Kannst Designschutz. Kannst du ein Plagiat erkennen? Auf jeden Fall, natürlich. Ich bin der Autopapst. Ja, der Autopapst, der Autopapst. Ich gehe jetzt mal zum Zoll, die können es nämlich richtig, Herr Kessler. Ja, und ich gehe zu Hartmut Röhl, das ist der Präsident des Gesamtverbandes Autoteilehandel. Der beschäftigt sich mit Designschutz. Ist nämlich auch nicht so einfach. Dann ab in die Teilewelt. Zack, zack. Plagiate kennt man ja meistens irgendwie aus dem Spanien- oder Türkei-Urlaub. Aber auch hier auf der Automechanika gibt es davon ganz viele, hab ich schon mal so mir sagen lassen. Bei mir ist jetzt Stefan Franzas vom Zoll zuständig für Verbote und Beschränkungen. Sie haben gleich den Messerundgang quasi vor sich. So ist es, ja. Wie gehen Sie da vor? Haben Sie irgendein Schema oder sind das Stichproben, die Sie da einfach nur machen bei den Ständen? Wie läuft das ab? Also wir haben auf der Automechanika ca. 4.800 Stände in etwa. Da sind nur Stichproben möglich. Das heißt also, wir kontrollieren auch nur die Stände, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallen. Das heißt Stände, die von außerhalb der EU kommen. Und hier führen wir eine Zollkontrolle durch, hauptsächlich mit dem Schwerpunkt Plagiate, aber auch andere verbotene Dinge. Wenn wir jetzt beispielsweise was aus dem Bereich Waffenrecht feststellen würden, würden wir auch tätig werden. Liegen denn jetzt im Vorfeld schon Anzeigen vor? Wir haben einige Hinweise gekriegt. Das geht bei dieser Messezahl oder bei dieser Messeausstellerzahl gar nicht anders, um hier überhaupt ein vernünftiges Arbeiten durchführen zu können. Das heißt also, wir haben ca. 80 Hinweise jetzt schon. Denen gehen wir jetzt binnen 3 Tage nach und hoffen, dass wir das alles vernünftig abarbeiten können. Und Sie gehen jetzt über die Messe und gucken die Stände an und dann sehen Sie irgendwas. Wie erkennen Sie denn diese Plagiate? Wie läuft das ab? Also einige Dinge, die erkennen wir schon durch unsere Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben.
Aber tatsächlich ist es so, wir haben auch die Vertreter der Originalhersteller mit dabei, denen wir dann dieses Produkt zeigen und sagen, ist das nicht? Und dann wird praktisch am Stand eine Begutachtung durchgeführt durch den Originalhersteller, der ja am ehesten sagen kann, ob er sein Recht hier verletzt sieht. Und wenn er das sieht, dann muss er uns einen Strafantrag stellen. Und dann leiten wir die strafprozessualen Maßnahmen ein. Das heißt also, wir nehmen die Ware weg. Dann belehren die Aussteller über ihre Rechte, die sie hier haben, geben ihnen den Tatvorwurf. Das heißt, wir sagen ihnen, warum wir überhaupt da sind, was wir hier machen, wie das Prozedere voraussichtlich weitergehen wird. Und was für Strafen erwartet dann das Unternehmen, was quasi jetzt gefälscht hat? Da spielen verschiedene Kriterien eine Rolle, wie groß dieser Tatvorwurf ist. Man orientiert sich hier daran, was jetzt in etwa bei einem vergleichbaren Strafverfahren hier vor einem deutschen Gericht rauskommen würde. Sagen Sie doch mal eine Hausnummer. Tun Sie sich nicht so schwer, wie war es die letzten Male? Also wir haben Sicherheitsleistungen hier auf der Messe erlebt von 500 Euro bis hin zu mehreren tausend Euro. Das kommt immer darauf an, wie die Vorwerfbarkeit hier vorhanden ist. Das heißt also, wusste derjenige, was er tut? Ist er vielleicht der Hersteller oder ist es nur ein Handelsunternehmen, der vielleicht tatsächlich nicht wusste? Hat er, wo wir kamen, die Ware versteckt? Also wussten, da konnte man ja schon genau sagen, aha, der wusste, dass hier etwas Verbotenes da ist. Hat er vielleicht ein ganz neues Produkt, was der Originalhersteller gerade seit 3 Monaten auf den Markt gebracht hat und schon ist es da? Das sind verschiedene Kriterien, die hier zu der Höhe der Sicherheit führen, aber da hat das Wort die Staatsanwaltschaft. Okay. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Das Team ist ja riesig und wartet schon auf Sie. Ich möchte Sie auch gar nicht länger aufhalten. Bedanke mich herzlich für die Informationen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt viel Erfolg wünschen soll oder wenig Erfolg. Also global gesehen wäre wenig Erfolg wahrscheinlich das Schönste. Viel Erfolg hat aber den Vorteil, dass wir dann denjenigen, die halt unfair hier vorgehen, auch einen Riegel vorschieben können. Und von daher kann ich mit viel Erfolg gut leben. Alles klar, dann wünschen wir viel Erfolg. Vielen Dank. Bitte schön. So, und während die liebe Jana mit dem deutschen Zoll auf der Jagd nach Produktpiraten und Plagiateherstellern ist, habe ich ein ganz anderes Thema, was aber ähnlich ist. Und zwar handelt es sich dabei um den Designschutz von bestimmten Automobilersatzteilen. Neben mir steht Hartmut Röhl. Hartmut Röhl ist der Präsident des Gesamtverbandes Autoteilehandel GVA in Deutschland. Und wir, Herr Röhl, wollen uns mal unterhalten über das Thema Designschutz. Es gibt ja Hersteller, die behaupten, dass die sichtbaren Teile ihrer Autos unter Schutz stehen und dass deswegen nur über sie Ersatzteile gekauft werden können. Ist das so? Die Hersteller behaupten das nicht nur, sondern sie haben sogar in Deutschland zumindest einen Rechtsanspruch. Designgeschützte Teile sind viele Teile und die meisten Teile, die sichtbar sind am Fahrzeug. Also zum Beispiel Stoßfänger, Kotflügel. Stoßfänger, Kotflügel, Türen, Motorhauben, aber auch Scheinwerfer und auch Windschutzscheiben. Das heißt also alles das, was zum äußeren Erscheinungsbild des Fahrzeugs beiträgt. Jetzt kann ich, wenn ich einen Ersatzteil brauche, nach einem Unfall zum Beispiel, ja aber doch trotzdem im freien Teilehandel mir Teile kaufen, die ich da einbauen kann. Bin ich dann schon mit einem Fuß im Gefängnis? Sie als Käufer nicht, aber wir als Verkäufer sind durchaus, wenn wir designgeschützte Teile verkaufen, mit einem Fuß im Gefängnis, denn die Verstöße gegen das Designrecht sind Offizialdelikte. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Teilemarkt im Ganzen? Könnte es sein, dass in Deutschland in Zukunft nur noch Windschutzscheiben, Stoßstangen und Kotflügel beim Original-Ersatzteile-Tresen bezogen werden können? Ich muss da auch noch mal einhaken in den Begriff Original-Ersatzteile-Tresen. Denn diese sogenannten Originalersatzteile der Fahrzeughersteller sind ja eigentlich Handelsmarkenteile der Fahrzeughersteller. Und das ist der umgekehrte Aldi-Effekt, so nenne ich es. Bei Aldi gibt es also die Originalmarke Coca-Cola und Aldi-Cola. Und Aldi-Cola kostet die Hälfte von Coca-Cola. Im Autoteilemarkt gibt es die Originalscheibe von Saint-Gobain und die Scheibe von Mercedes. Saint-Gobain stellt sie her und da kostet sie dann 30% weniger für den Verbraucher, als wenn er sie bei Mercedes kaufen würde, als Mercedes-Scheibe. Die Fahrzeughersteller verdienen im Wesentlichen das Geld mit den Ersatzteilen. Vielleicht zum Schluss noch mal so ein Blick in die Zukunft. Die europäische Wirtschaftspolitik sieht sowas ja nicht gern. Man spricht ja davon,
Handelsbehinderungen müsste doch jetzt aus Brüssel irgendwann mal ein Spruch kommen und sagen, Kinder, hört auf damit. Ihr benachteiligt da den deutschen Teilehandel, der französische Teilehandel oder der italienische oder spanische oder wer auch immer, ist da viel besser aufgestellt und verdient unter Umständen mehr. Es ist so, dass man einfach sagen muss, dass die europäischen Institutionen ja den Vorschlag unterbreitet haben, Parlament mit annähernd einstimmiger Beschlussfassung aufgrund des Vorschlags der Kommission eine sogenannte Reparaturklausel einzuführen. Das heißt, bei Anerkenntnis der Schutzwürdigkeit gewisser Teile eines Fahrzeugs, nicht nur des gesamten Fahrzeugs, sondern auch der die Form des Fahrzeugs bestimmenden Teile, kann dieses Teil geschützt werden. Allerdings, wenn es dazu benutzt wird, um nur die ursprüngliche Form wiederherzustellen, darf es keinem Schutz unterliegen, denn es gibt ja keine Alternative. Und alle Schutzrechte sind darauf angelegt, Initiative zu fördern, um Alternativen hervorzubringen. Alternativen für karosserieintegrierte Teile gibt es nicht, denn sie können keinen eckigen Kotflügel an einem Fahrzeug anschrauben, was vorher einen runden Kotflügel gehabt hat. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Teilemarkt im Ganzen? Ich finde dieses Ersatzteilgeschäft ganz schön komplex. Ne? Auf der einen Seite hast du die Autohersteller, wie VW, Mercedes, Opel, die stellen die Teile aber nicht selbst her, sondern bekommen sie von den Zulieferern, wie Bosch, Schaeffler, Valeo. Aber die verkaufen auch Originalersatzteile, oder? De facto ja. Eigentlich sind es aber Identteile, weil sich die Schachtel, in denen die Ersatzteile drin sind, unterscheiden. Da ist eben kein Mercedes-Stern drauf, sondern eben das Logo von Valeo. Und dazu muss man aber wissen, dass sie das auch dürfen, denn sie entwickeln die Teile ja. Und sie stellen sie auch her, allerdings immer in engem Schulterschluss mit den OEMs. Sie schreiben vor, was sie gerne haben wollen und die Entwicklung, also Forschung und Entwicklung, liegt tatsächlich bei den Zulieferern selbst. Wäre aber mal spannend, oder? Ich fahre am besten mal in so eine Entwicklungsabteilung von einem Zulieferer und schaue mir das direkt vor Ort an. Gut. Coole Idee. Das mache ich. Gut. Ich bin ja gerade bei der Firma Schaeffler und schaue mir gleich mal an, welchen Weg ein Produkt geht, bevor es irgendwann zum Ersatzteil wird. Und da treffe ich gleich den Dr. Welter und der wird mir am Beispiel von der eClutch gleich mal zeigen, wie auch das Zusammenspiel zwischen OEMs und den Zulieferern in Bezug auf die verschiedenen neuen Technologien so funktioniert. Und da ist er auch schon. Hallo Dr. Welter. Ja, hallo. Freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Dann gehen wir mal rein. Dankeschön. Sie sind der Leiter des Projektmanagements für Kupplungssysteme und die eClutch im Speziellen auch. Sie stehen ja mit Ihren Produkten ganz am Beginn der Entwicklungskette. Was passiert bei Ihnen alles, bevor ein Produkt oder ein Teil zum Ersatzteil wird? Ja, das ist im Grunde genommen relativ einfach. Zunächst mal gibt es die Idee zu dem Produkt. Das Produkt wird dann einem sogenannten Vorentwicklungsprozess unterzogen und wenn es dann eine gewisse Reife hat, gehen wir auf Kunden zu. Dann gibt es einen Serienentwicklungsprozess, also die Anpassung an das jeweilige Fahrzeug. Dann startet die Serie und in dem Moment, wo die Serie startet, muss ja der Fahrzeughersteller schon mit Ersatzteilen versorgt werden und naja, in der Regel so gegen Ende der Garantiezeit beginnt dann auch der freie Ersatzteilmarkt so langsam versorgt zu werden. Das heißt, so ganz am Anfang steht die Idee. Wie ist denn da das Zusammenspiel? Wie funktioniert das? Kommt jetzt der Impuls von beiden gemeinsam, von OEM und Zulieferer, oder hat immer einer die Nase vorn? Das hängt davon ab, wie das Geschäftsmodell des Zulieferers ist. In unserem Fall, wir haben ja schon eine erhebliche Größe, ist es so, wir spielen in der Liga, wo viele Ideen bei uns im Haus geboren werden. Das heißt, das ist der Prozess, den ich eben beschrieben habe. Die Idee wird zunächst mal kreiert, ein bisschen ausgearbeitet und dann gehen wir damit auf Kunden zu. Im Falle der eClutch hatten wir schon ein gewisses Vorwissen durch die Automatisierung von Doppelkupplungsgetrieben, durch Anfänge der Automatisierung von Handschaltern, wie wir sie vor mehr als 10 Jahren betrieben haben. Da geht es jetzt etwas schneller. Wir haben jetzt hier ein Bild von der eClutch. Warum ist die gerade so ein tolles Beispiel für die Zukunftsmöglichkeiten, die sich da bieten? Was kann die eClutch in ganz kurzen Worten zusammengefasst? Sie automatisiert die Kupplung. Und das heißt, der Fahrer hat im Grunde genommen kein Kupplungspedal mehr.
Das Ganze hat den Effekt, dass das Fahren komfortabler wird, aber es hat auch den Effekt, dass das Fahrzeug segeln kann. Sprich, die Kupplung geht auf, der Motor geht aus in Betriebssituationen, wo das möglich ist, und das Fahrzeug rollt frei. Sie haben auf Deutschlandstraßen, wenn Sie das zum Beispiel so mal anschauen, haben Sie im normalen Fahrbetrieb die Möglichkeit, bis zu 20% der Zeit oder der Strecke, die Sie fahren, zu segeln. Und dabei kann man eine ganze Menge Sprit sparen. Das ist ganz sinnvoll, ja. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Entwicklungszeit in so einer E-Klatsch drinsteckt, was können Sie mir da sagen? Ja, das ist eine Zeit, die wir normalerweise so in Mannjahren rechnen. Ja, das ist ein etwas seltsamer Begriff. Sie können ungefähr sagen, dass das vom zeitlichen Ablauf ist man so mit 3 bis 5 Jahren Vorlauf mindestens dabei. Aber an Mannjahren können da 20, 30 Mannjahre Entwicklung reingehen in ein Produkt dieser Komplexität, bevor es überhaupt Serienreife hat. Das ist aber unterschiedlich. Ja? Das kann mal mehr und mal etwas weniger sein. Dankeschön, Dr. Welter. War ganz toll, bei Ihnen zu sein. Ich habe viel erfahren. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Hi, Jana. Hallöchen. Sag mal, weiß der Chef, dass du dir die Nägel lackierst, wenn wir Ersatzteilbeiträge drehen? Ach, der Chef. Der Chef ist auf einem Seminar. Lässt sich erklären, was Snapchat ist. Das hat er nämlich immer noch nicht verstanden. Und dem würde es nicht mal auffallen, wenn ich es mir quer durchs Gesicht male. Glaubst. Also, alles gut. Außerdem brauche ich das Zeug hier für meinen nächsten Beitrag in der Reportage. Also Nagellack als Bestandteil und Hauptrolle in einem Motordialogbeitrag, echt? Ganz genau. Lass dich mal überraschen, was dabei rauskommt. Ja, okay, ich habe mir auch die Fingernägel lackiert, aber eigentlich brauche ich diese Farbe, um heute bei Stahlgruber ein kleines Teil mal kurz mit MD zu markieren und es dann durch das ganze Logistikzentrum einmal zu verfolgen. Und in der Warenannahme, da fangen wir jetzt an und ich werde mal gucken, wo ich meine rote Farbe draufschmieren kann. Helmut Daxa ist der Leiter hier in diesem riesigen Logistikzentrum. Kennt quasi jedes Teil irgendwie persönlich. Und er ist eine Gesamtfläche von über 100.000 Quadratmetern. Sie sind hier der Herr der Teile. Sozusagen. Wie viele Teile lagern denn momentan ein bei Ihnen? Momentan haben wir 193.000 verschiedene Artikel in der Sofortverfügbarkeit für unsere Kunden zum Bestellen. Meinen Sie, da wäre jetzt auch so ein Teil dabei, wo ich mal kurz meinen Nagellack drauf ausbreiten könnte, dass wir dann mal so den ganzen Weg einmal komplett durch Stahlgruber verfolgen können? Wir haben Glück. Wir laden gerade einen unserer Lieferanten ab, der NVE-fähig ist. Und wir können uns dann einen Artikel raussuchen, den wir markieren und verfolgen. Sie suchen mir den schönen aus und ich male ihn dann an. Korrekt, so machen wir das. Perfekt, super. Auf geht's. So, da darf ich mir jetzt was aussuchen, was ich schön mit Motordialog rot markiere. Und dann geht es weiter ins Laufwerk. Ja, so, dann machen wir hier ein schönes MD drauf, machen es noch ein bisschen dicker. Die Kollegen freuen sich, wenn das nachher schön riecht. So, und dann finden wir das doch nachher hoffentlich wieder. Wir finden das nachher wieder. Ich glaube noch nicht so ganz dran. Aber Sie werden mir das Gegenteil beweisen. Ich bin fest davon überzeugt. So, dann auf zur nächsten Station. Vielleicht sind wir noch vor Ihnen da. So, das sieht gut aus, weil die hat keine Bändel mehr. Das ist unsere. Ich glaube auch. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir einen Wiedererkennungswert haben. Es klebt am Deckel. So, da ist mein Paket. Wo kommt das denn jetzt hin? Das kommt drauf an. Denn in unserem Lager werden die Artikel multiple gelagert. Das heißt, wir haben Redundanzen. Und wir steuern unsere Einlagerungen bedarfsgerecht. Bedeutet, wir haben Kommissionierleger und Vorratsleger und wollen natürlich dann auch entsprechend einlagern. Das heißt, unser System wird jetzt gucken, wie viel Stück haben denn wir in unserem Kommissionierlager? Reicht denn die eingestellte Reichweite, die dort gelagert wird? Oder müssen wir bereits jetzt nachfüllen? Und das würde von dieser Position aus geschehen.
Alles klar. So, dann gehen wir jetzt wohin? Jetzt geht's weiter zu unserem automatischen Kleinteillager in die Kommissionierstation. Okay. Ja, Frau Nusser, jetzt sind wir hier im AKL, in der Vorzone unseres Kommissionierbereiches. Und hier an der Station sieht man jetzt die eigentlichen Quellbehälter, die für den Kunden bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Wir haben hier zu unseren 6 Kleinteile-Arbeitsplätze und 2 Großteile-Arbeitsplätze sogenannte Sequencer verbunden. Das bedeutet, dass wir für jeden Arbeitsplatz 30 bis zu 30 Behälter bereitstellen, um die Bestellung des Kunden bedarfsgerecht in einen Zielbehälter zu kommissionieren. Dazu dient das Gewicht und das Volumen des Artikels, um zu berechnen, was kann denn da eigentlich rein. Insgesamt sind bei uns 7,5 Kilometer Kleinteile-Behälterstrecke verbaut und 1,2 Kilometer Palettenfördertechnik. Wir haben natürlich eine leistungsstarke Behälterfördertechnik mit 1500 Behältern in der Stunde. So, das ist jetzt hier Palettenregal, da wo die Paletten halt so hinkommen, ne? Ja, wir sind jetzt hier angekommen in unserem Hochregallager 5. Das ist aber nicht hoch. Nicht hoch? Ja, ist vielleicht hier im Kommissionierstollen, nicht? Ich muss sagen, das ist sowas fast schon ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Da gibt es nicht sehr viele Läger. Ist eine zentrale Drehscheibe im Logistikzentrum. Das heißt, wir haben auf 100 Meter Länge 40 Meter Höhe und 34,5 Meter Breite, 25.412 Palettenstellplätze zur Verfügung. Und das richtige Hochregallager ist jetzt quasi hinter der Wand und hinter der Wand? Genau, richtig. Man kann sagen, das ist eigentlich ein Hybrid des HR5, denn wir kombinieren hier die vollautomatische Bereitstellung über Regalbediengeräte, die eben hier hinter den Toren fahren, mit der manuellen Kommissionierung, wo der Mitarbeiter hier bedarfsgerecht kommissionieren kann auf Verkaufshausebene oder Kundenebene. Und dann gehen ab und zu mal die Tore aus, der Roboter schiebt was raus und sagt, hier Mensch, mach mal. Und dann gehen die Tore wieder zu und die machen da drin ihre Party weiter. Mehr oder weniger. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Versand. Schauen wir uns an. So, jetzt sind wir hier, letzte Station im Versand und ich sehe schon was. Nicht schlecht, knapp 2 Stunden. Schließt sich der Kreis. Und mein Paket ist wieder da. Verrückt. Ja, du hast jetzt einmal so nicht, du hast jetzt einmal Stahlgruber ganz gesehen. Ich auch. Ja, aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Jetzt ist es ja erst im Versand angekommen. Wir müssen ja auch noch sicherstellen, dass die Ware ins Verkaufshaus geht. So, dazu hat unser Mitarbeiter am Versandkamm ein MDE, einen Scanner. Und wir identifizieren über die Behälternummer den Kunden. Und wir werden jetzt den Behälter vertragen. Tschüss, mein Paket. Jetzt geht's weg. Und einem Transportbehälter zuordnen. Und wir haben aus diesem Grund unseren internen NVE entwickelt. Was bedeutet, wir senden unseren Verkaufsleuten heute schon abends die Information, was sie denn morgen erwarten können, in welchem Behälter ist welcher Artikel, mit welcher Artikelnummer, in welche Stückzahlen, um morgen seinen schnellen Abfluss garantieren zu können. Super. Also bei Stahlgruber innerhalb von 2 Stunden, knapp 2 Stunden von Anfang bis Ende. Da haben wir einen kompletten Durchlauf. Herr Daxler, vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben, dass Sie mir alles gezeigt haben. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute weiterhin. Und vielen Dankeschön. Dank für Sie. Gestern bei Stahlgruber, Andreas, kannst du dir nicht vorstellen, ja, ein Riesenladen voll mit Ersatzteilen, alle neu original verpackt, das war echt cool. Kein Wunsch, der nicht erfüllt wird. Nee. Nicht bei Stahlgruber. Hast du mal nach Preisen gefragt? Was kostet zum Beispiel so eine Austausch-Servolenkung oder eine neue Lichtmaschine? Der Chef hat mich leider ohne Geld losgeschickt. Ich hätte nichts kaufen können. Ich befürchte ja, wenn du da irgendwas brauchst für dein Auto, dann ist der Zeitwert im Hui verdoppelt. Also wirtschaftlich völlig unattraktiv. Es gibt aber immer noch eine günstigere Lösung, sprich gebrauchte Ersatzteile. Brauchte. Wo also gibt's sie? Bei eBay? Zum Beispiel. Mehr Auswahl gibt's aber auf dem Schrottplatz. Hey, genau.
Und da gehe ich jetzt mal hin. Aber lass mein Auto bitte ganz, ja, gell? Natürlich. Wehe, du machst es in die Presse. Will doch keiner haben. Nicht mal der Schrottplatz. Ah, hier ist das Lager, sehen Sie? Ja. 1,6er war das, ja? Ja, Astra. Astra. Ah, hier ist oben einer. Hier haben wir schon. Bitte schön. Oh, sieht doch gut aus. Dreht sich, spielfrei, Regler, alles drin. Wie viel Geld müsste ich bezahlen? 25 Euro kostet nicht. Ist ja wie, zu teuer. Gekauft? Nein, teuer. Super, Herr Heimer. Hat sich noch niemand beschwert. Der alte Schleuderpreis. Wie funktioniert das jetzt? Also die Lichtmaschine war ja auch mal in einem Auto drin. Sicher. Wie kommen die hier raus? Also wie, da liegen 1000 Lichtmaschinen? Na, 1000 naja, nicht, Licht, aber eine Menge jedenfalls. Aber, genau, das Auto kommt rein, wir kaufen das Auto. Dann kommt rein. Also kommt geprüft. Dann draußen auf den Hof, gucken wir uns mal an. Ja, wird geprüft. Ne? Und dann baut hier der junge Mann, baut die Teile aus. Bei jedem Auto? Nein, nur bei geprüften. Tja, da stehen sie alle. Der Stolz des Platzes. Wie viel haben Sie denn? Wie viele Autos? Wie stehen hier ungefähr? So 700 bis 800. 700 bis 800? Ja. Wenn jetzt so ein Auto zu Ihnen kommt, da kommt jemand und sagt, so, das war's. Ich will mein Auto jetzt hier abgeben. Zahlen Sie dem was? Ja, kriegt auch noch Geld, wenn es anliefert, ja. Wenn man es abholen, nicht. Wenn man abholen, ist es kostenlos. Und wenn es näher bringt, kriegt es auch Geld dafür. Ne? Wenn wir unseren Opel jetzt hier abgeben würden, was würden wir dafür noch kriegen von Ihnen? 70 bis 80 Euro. Okay. Ja, leider nicht mehr. Ne? Naja. Stahlpreis ist im Moment, Schrottpreis, wo liegt der im Moment? Total im Keller. Total im Keller. Total im Keller. Damit machen Sie also keinen Gewinn, sondern nur mit den Teilen, die da drin sind? Nur Teile. Okay, Restwert hat immer ein bisschen, aber der Schrottwert ist zurzeit wirklich ganz gering. Ne? Welche Teile bauen Sie denn aus? Also eine Lichtmaschine habe ich ja jetzt schon. So Gebrauchteile, ja auch so elektronische Teile und Lampe und so weiter, Achsen. Ne? Also das, was... Spiegel, was so gebraucht wird, was meist gebraucht wird. Was ne? kaputt geht, Unfallteile. So ist es, Molle Stoßstange, ne? Genau. Und wenn da nichts mehr drin ist in dem Auto, was passiert dann? Dann kommt runter zu der Presse. Dann wird dann gequadert. Genau. So, hier ist die Trockenlegungsstation. Ja, die Männer machen die Trockenlegung hier. Und wenn die Autos reinkommen, kommen sie zuerst hierher. Okay. Werden total alle Flüssigkeit rausgezogen, Batterie raus und so weiter. Sind drei Mann immer hier. Ne? Wie viel schaffen die am Tag? So Autos. Oh ja, so 10 Stück. Ah. Ne, weil es ist schon viel Arbeit, gell, wenn man es ordentlich machen will. Ne? So maximal mit 3 Mann 10 Stück. Ne? So, und dann kommt der Stapler wieder, holt den der Wagen Stapler raus. Fährt dann entweder gleich zur Presse hin, ne, oder auf dem Platz, wenn man denkt, es sind noch ein paar Teile zu gebrauchen, stellen wir es auf den Platz. Aber wenn es ein ganz altes ist, wo wir gar viele davon haben, die fahren wir gleich zur Presse hin. Die werden gepresst. So. Ja. Also mit allem, was drin ist. Sitze, Scheiben. Die Sitze schon, die Scheibe ging kaputt. Ja, ja. Die Reifen kommen runter. Ja. Ja, genau. Und der Cut? Der wird rausgeschnitten. Den schneiden wir raus, ja. Ist ja der Cut, der Eimer. Ja, der ist wertvoll. Ja, der ist nicht so sehr wertvoll. Weil er klein ist? Ja, weil er klein ist und nicht die passende Nummer hat. Ah, okay. Ja, genau. Was machen Sie mit denen? Also da fallen ja auch ein paar an. Ja, 25 Euro. 25 Euro? 25 Euro. Kriegen Sie dafür? Ja. Also da gibt es wahrscheinlich irgendeinen Aufkäufer, ja, ja, der sagt, wie viel haben Sie und dann... Das ist richtig. Wir lassen immer so ein paar beieinander kommen und dann kommt einer
mit einem Lieferwägelchen holen die dann ab. Ne? Ah, und was macht der damit? Die werden dann wieder zu der Firma gefahren. Verschiedene Firmen sind das, die tut das Zeug da rausholen, ne? Die Wertstoffe. Die, ne? Die Edelmetalle, die da drin sind. Edelmetalle, ja, genau. Interessant. Das verfolgen wir mal weiter. Tja, Herr Eimer, wenn ich ein Auto wäre, würde ich sagen, wir sind hier am Tor zur Hölle, oder? Na ja, das kann man jetzt sagen. Es wird ja auch wieder verwertet, ne? Genau. Das ist ja auch wieder Material, aber was wieder in den Kreislauf kommt, ne? Das ist aber die letzte Stufe, die, vom Auto. Ja, also vom Auto. Die Sie ja auch machen, ne? Ja, ja, genau. Wenn der Wagen hier angekommen ist, dann ist es vorbei. Wird gepresst, ja, genau. Dann warten wir, bis wieder der LKW kommt, der das wieder abtransportiert, ne? Okay. Und hier ist, das ist der Greifer. Und der, der greift sich dann. Okay. Und jetzt ist hier gerade so ein ehemals stolzes, kleines, rotes Auto, der jetzt den Weg allen Irdischen geht gleich. Ja. Ja? Ja. Tja, Ende einer Dienstfahrt. Dieser Opel, der wird nie mehr eine frische Hauptuntersuchung überstehen. Herr Eimer, ich bedanke mich bei Ihnen. Das war ja der letzte Schritt, den Sie machen können. Aber noch was Wertvolles ist übrig geblieben, das ist der Katalysator. Das ist der Katalysator. Den nehme ich jetzt mal Jana mit ins Büro und wir gucken mal, was da recyclingtechnisch möglich ist. Können wir tun, ja. Dieses Auto wird ja sowieso geschreddert und möglicherweise dann eine Gabel oder ein neues Auto. Ein Besteck oder irgendwas, ja klar. Schauen wir mal. Vielleicht herzlichen Dank erstmal für Ihre Bemühungen. So, Jana. Andreas, was bringst du denn da schon wieder mit? So ein Besuch auf dem Schrottplatz bringt einen ja immer weiter. Man lernt zum Beispiel, dass selbst dein Auto nicht völlig wertlos ist. Das glaube ich nicht. Doch. So ein Ding hier, so einen alten Cut, hat der nämlich auch unterm Blech. Und der ist wertvoll. Der ist wertvoll. Da bröselt hier der Dreck schon ab. Ja, aber innen drin ist Platin. Und Platin ist ein Edelmetall. Und du guckst dir jetzt den Cut an und sagst dann, ich nicht. Noch 200 Euro wert. Es gibt hier um die Ecke gibt's eine Firma, die heißt Analyticon. Die kann den Platingehalt ermitteln und dann natürlich ausrechnen, was das möglicherweise wert ist. Und damit werde ich jetzt Maya beauftragen. Das ist eine gute Idee. Soll ich das Ding gleich ins Auto legen? Ja, bitte, weil sonst kriegt der Chef wieder einen Anfall, wenn er den hier rumliegen sieht. Danke. Diesen alten Katalysator hier hat mir Andreas vom Schrottplatz mitgebracht. Und man sieht es ihm gar nicht an, aber der ist einiges wert. Da stecken wertvolle Rohstoffe drin. Und wie viele genau welche das sind, das kann man analysieren. Bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, dass ganz in der Nähe des Studios ein Unternehmen sitzt, das sich darauf spezialisiert hat. Und da gehe ich jetzt mal mit diesem alten Cut vorbei und lass mir sagen, was der noch wert ist. Hallo. Hallo, Herr Walter. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich habe mir sagen lassen, Sie haben was entwickelt, mit dem man den Wert dieses alten Katalysators bestimmt. Ganz genau, das haben wir. Kommen Sie noch einfach gerade mit, dann zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. Super. Das machen wir so. Dankeschön. Also das ist das Gerät, von dem wir sprechen. Ganz genau. Das sieht aus wie eine Pistole. Warum? Hat das einen bestimmten Grund? Ja, das hat einen bestimmten Grund, weil die Geräte meistens handgehalten verwendet werden. Und wenn ich jetzt diese Pistole auf diesem Cut hier halte, sagt er mir, was er im Recycling wert ist oder wie funktioniert das? Ganz so ist es nicht. Ein kleines bisschen komplizierter ist es dann schon. In diesem Katalysator ist ein Monolith. Ein Monolith, das ist eine Wabenstruktur, auf dem die eigentlichen Katalysatormetalle, das sind Rhodium, Palladium und Platin, aufgedampft sind. Das ist das, was wir messen wollen. Und damit wir vernünftige Messergebnisse bekommen, müssen wir diesen Monolithen herausholen, vermahlen und dann das vermahlene Pulver messen. Also wir müssen den sozusagen aufschneiden? Wir müssen den aufschneiden, ganz genau. Und jetzt ist dieses schöne Stück wahrscheinlich nicht nur für die Wertbestimmung von Katalysatoren erfunden worden. Was kann man damit denn noch messen? Also ich denke jetzt als Frau zum Beispiel an Schmuck oder so. Ja, Schmuck lässt sich beispielsweise messen. Wenn Sie wissen wollen, aus was Ihr Ehering besteht, dann können wir das durchaus machen. Okay, also mir wurde gesagt, der ist aus Platin. Das können wir überprüfen. Ich hoffe, Sie haben Glück. Okay, jetzt bin ich ganz nervös. Ich ziehe den mal aus.
Okay, jetzt sehen wir ja auch gleich, wie das Ganze funktioniert. Ja, wo lege ich ihn denn am besten hin? Das werd ich dann machen. Wir wählen sozusagen eines der Messprogramme, welches wir entwickelt haben. Das wäre in diesem Fall das Edelmetallprogramm. Dann, Sie bekommen ihn auch definitiv wieder. Das ist gut. Jetzt bewirre ich ein bisschen. Dann löse ich die Messung aus. Okay. Und wir können sozusagen hier das Ergebnis ablesen. Das heißt, Sie haben Glück gehabt, das ist eine Platin-Kupfer-Legierung. Genau das, was Sie erwartet haben. Wunderbar, da freue ich mich. Also so wird das angezeigt sozusagen und dann weiß man genau, was drin ist. Genau. Und wie würde das denn jetzt funktionieren? Ich habe da hinten jetzt gesehen, Sie haben da so verschiedene Pulver. Sind das denn Pulver, die aus dem Katalysator stammen? Ganz genau. Und es funktioniert quasi so, also ich würde es ja echt fast gerne mal ausprobieren. Man nimmt das Pulver, legt es irgendwo hin, nimmt die Pistole, drückt drauf und dann wird das Ergebnis angezeigt. Wir würden diese Pulver in ein sogenanntes Probenschälchen einfüllen. Das sieht dann so aus, damit wir das Pulver dann in einer solchen Messkammer durch das Probenschälchen messen können. Wo kann ich mir das denn angucken, wie das genau funktioniert? Das können Sie sich beispielsweise bei einem unserer Kunden Hensel Recycling angucken. Das ist der wichtigste im Bereich des Cut Recycling. Dann machen wir das so. Ich nehme den Katalysator wieder mit und dann schauen wir uns mal an, bei Hensel Recycling, wie das funktioniert. Viel Spaß Dankeschön. Dabei. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, was mache ich jetzt mit dem guten Stück hier? Ich würde sagen, Hensel Recycling ist ein Fall für unseren Autopapst. Und ich drücke Andreas seine Beute vom Schrottplatz jetzt wieder in die Hand, damit er sich selbst ein Bild machen kann, wie dieser alte Cut recycelt wird. Wunderbar, Sie sind Herr Hensel, oder? Ja, guten Morgen. Sie sind Herr Kessler? So ist es. Ich wollte mir gern von Ihnen diesen Cut vergolden bzw. verplatinen lassen. Wo ist die Kasse? Wir haben eine Kasse, aber wir müssen erst mal gucken, was ist er wert. Ah, okay. Jeder Cut ist anders. Ich habe mir von Analytikon sagen lassen, Sie haben so ein Gerät und können da einfach kurz mal reinschießen und dann springt hinten sozusagen die Eurozahl raus. Also einfach reinschießen geht nicht. Wir müssen das Innenleben erst mal rausholen, damit wir es dann analysieren können. Okay, wo müssen wir hin? Gehen wir in die Zerlegung. Boah, ist ja ein Höllenkrach hier. Ja, das ist eine Stahlhülle, die muss aufgemacht werden und die Keramik wird rausgeklopft. Ah, okay. Da passiert eine Menge. Wollen wir mal gucken? Ja. Hier stehen jetzt diese Scheren. Da wird der Cut erst einmal durchgeschnitten und dann wird er wieder aufgebogen, um die Keramik auszunähen. Das passiert also, hier. Also so eine Art Nussknacker. Ja, ein großer Nussknacker. Der hat uns mit 200 Tonnen drückt. Hier sind wir jetzt in den Mühlenraum. Die Keramik aus der Zerlegung wird da oben in die Mühle eingefüllt, wird gemahlen und wir nehmen hier unsere Probe, damit wir dann analysieren können. Und wo sind die Proben jetzt? Die Proben sind dann im Labor. Hier sind wir jetzt im Probenpräparationslabor. Da sind die Proben. Das sind die Proben. Das entsteht am Ende. Was wir hier in den Geräten machen, ist im Prinzip den Produktionsprozess im kleinen Maßstab nachvollziehen. Das heißt, es wird auch wieder gemahlen, gesiebt und runtergeteilt, damit wir am Schluss eine Probe haben, die repräsentativ für das Ursprungsmaterial ist. Und da ist jetzt mein Cut drin? Da ist jetzt ein geringer Teil vom Cut drin, aber das ist eine repräsentative Probe, die für diesen Cut steht, damit wir das analysieren können. Okay. Nach der Probenherstellung müssen wir sie natürlich auch analysieren. Wir wollen wissen, was ist da drin. Das Wichtigste ist Platin, Palladium, Rhodium, die Edelmetalle. Aber für die nachfolgenden Schritte müssen wir auch sehr genau wissen, was ist sonst noch drin. Hier zum Beispiel an den Geräten werden Schwefel und Kohlenstoffe analysiert, damit wir wissen, wie der Schmelzprozess funktioniert. Achso, das wird dann erschmolzen, was Sie weitergeben, also um den Recycling-Prozess dann irgendwann mal abzuschließen. Wir stellen ein Konzentrat her, wir sammeln mit Eisen die Edelmetalle in einem Konzentrat und in der Schlacke, die verbleibt, sollte kein Edelmetall mehr drin sein. Also hört sich für mich alles
komplex und natürlich langwierig an. Wenn ich jetzt aber hier mit meinem Cut, den ich ja eben hatte, in überschaubarer Zeit einen Geldzurückfluss haben will, gibt es da nicht eine schnellere Methode? Gut, für einen Cut natürlich macht man diesen ganzen Aufwand überhaupt nicht. Ja. Aber wenn es kleine Partien sind, die schnell abgerechnet werden sollen, dann machen wir eine schnelle Analyse und dafür haben wir diese Analysegeräte, die kleinen, kompakten, die sogenannten Pistolen. Und trotzdem unterhalten Sie diese ganze Laboreinrichtung? Die normalen Partien sind sehr groß und für eine große Partie muss man sehr präzise wissen, wie viel Edelmetall ist drin, damit man dann noch ganz genau abrechnen kann. Ist die schnelle Analyse genauso präzise wie die? Nein, kann sie nicht sein. Die Geräte sind kleiner, arbeiten schneller. Wo liegt der Unterschied etwa? Ja, so etwa bei plus minus 2-3% bei den schnellen Geräten und die großen sind im Promillebereich. Und wenn jetzt eine so eine große Partie kommt, von was für einem Wert sprechen wir dann ungefähr, um die 2% mal zu beziffern? Na ja gut, eine große Partie, je nachdem wie groß sie ist, aber wenn die mehrere Tonnen Gewicht hat, dann hat die auch mehrere hunderttausend Wert und dann ist natürlich 1% schon eine Größenordnung, die man nicht mehr akzeptiert. Ja, die man nicht ohne auf die man nicht ohne weiteres verzichten will. Genau, deswegen müssen wir dann präzise analysieren. Aber ich möchte es jetzt trotzdem schnell haben. Können wir es mal probieren? Dann gucken wir mit der Pistole. Okay. So, hier kommen wir jetzt in unser Niton-Labor. Da kann die Probe auf dem schnellen Weg analysiert werden. Also mit der Pistole? Mit der Pistole. Die Pistole ist der Kran macht das. Ist aber keine Pistole hier. Das ist eine Pistole von Analytikon, ein Röntgengerät. Mit dem analysieren wir jetzt im eingebauten Zustand das Material, was Sie vorhin durch die gesamte Produktion mit begleitet haben. Und die schließen wir jetzt auch, damit keine Röntgenstrahlung austritt. Und messen dann dreimal eine Minute lang diese Probe. Und dann erhalten Sie einen Mittelwert der gemessenen Ergebnisse und können damit dann an die Kasse herunten. Ah, genau das wollte ich ja. Wie viel würde ich denn über einen breiten Daumen für meinen Cut kriegen? Also ein mittlerer Cut heutzutage ca. 50 Euro. Aber die Bandbreite ist von 3 bis 300. Deswegen muss man analysieren. Okay, na gut. 50 Euro, 2% macht 1 Euro. Ist okay. Können wir weitermachen. Dann zur Kasse. Tja, Herr Hänsel, jetzt waren wir ja doch nicht bei der Kasse, aber nun verstehe ich schon, ich schenke Ihnen den Cut. Klasse. Das, was Sie mir gezeigt haben, war auf jeden Fall mehr wert als 50 Euro. Toll, freut mich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und Sie nehmen ein paar interessante Eindrücke mit nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause und sammle Cuts. Super, bis bald. Jetzt müsste eigentlich alles durchgesetzt sein, was das Auto betrifft. Ersatzteilquellen, Ersatzteilpreise, gebraucht oder neu, sinnvoll oder nicht. Ich bin dafür, wir machen mit dem Auto weiter. Wie weiter? Es wird voll teuer. Was meinst du? Also er würde mir fehlen. Ich meine, überlegt euch mal, durch ihn hat alles begonnen. Mit ihm haben wir die gesamte Ersatzteilreportage gestartet und wir haben so viel dabei gelernt. Es war irgendwie so eine coole Zeit. Ich finde, wir sollten ihn aufmotzen. Wir sollten ihn tunen, so richtig flott machen. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr dürft bzw. ihr müsst vielmehr entscheiden, was mit unserem MD Opel passiert. Ich bin ja stark dafür, wir lassen ihn einfach verschrotten, schlachten ihn noch ein bisschen aus, bringen den Katalysator noch weg, nehmen uns das Geld und gehen Schnitzel essen. Votet für mich, dann kommt der in die Presse. Baujahr 99, Signalrot und erst 265.000 Kilometer auf der Uhr. Jetzt bleiben wir doch mal ehrlich, ein Superauto. Wer den vorzeitig verschrotten will, so wie Jana, der müsste noch eins hinten davor kriegen. Ihr seid doch auch meiner Meinung, oder? Ach ja, hier den Kleinen haben wir so richtig lieb gewonnen. Ich würde ihn so gerne tunen. Lasst ihn uns so richtig aufmotzen, richtig schön machen. Ja, stimmt ab fürs Tunen.